Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge Worm Tide 2. Und bevor wir losgehen, wir haben hier das Bild dabei. Die Idee ist, hier mit der Armbrust was wegzuholen, dann einen kritischen, also beziehungsweise einen kleinen mit Nahkampf wegzuholen. Und dann zu swappen und mit der Armbrust und den, also gratis kritischen Treffer irgendwas wegholen und dann wieder einen Nahkampf. Zumindest ist das die Idee. Sollte ziemlich gut funktionieren, wenn wir ein paar kleine Gegner vor uns haben die ganze Zeit. Müssen mal gucken, ob wir überhaupt kleine Gegner vor uns haben die ganze Zeit. Aber ja, alter Spuk, weil immer noch eine meiner Lieblingsmaps. Und ich guck mal, ob ich da hinten den Stormwurmen bekomme. Ah, nee, habe ich nicht, aber er ist angelockt. Das ist gut genug. Dann warten wir mal ein paar Sekunden. Ich kann auch mal Yalo sagen. Ich habe davor schon versucht, mal eine Dingens zu machen. Wie heißt es? Fällt der Name gerade nicht ein. Ah, Chaos Wastes. Aber ich muss sagen, irgendwie, Chaos Waste ist gerade richtig schlimm. Nicht irgendwie schlimm, weil schlimm schwer, sondern weil irgendwie keine Teammates dazukommen. Und das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Aber ich kann es halt auch nicht ändern. Und wenigstens haben wir in der Kampagnenmodus ein bisschen mehr hier Equipment und so. Oh, und es hat sich mal gelohnt, hier hinten ranzugucken. Das ist doch mal schön. So, ich gehe mal weiter. Wir könnten zum Folianten gehen, aber ich weiß ja nicht. Wir wollen jetzt erstmal gleich den Leech weg, der hinter uns kommt. So, da ist er sogar schon. Perfekt. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Da hinten ist irgendwo ein Mauler. Ich warte mal auf den kritischen und dann hole ich den weg. Warum nicht? Ist ja quasi gratis. So, sehr nice. Wir können mal irgendjemand anders den Trank hier geben und uns den nächsten hier holen. Ums Eck gibt es ja nochmal hier den Trank eigentlich immer. Ah, Munition. So viel zu eigentlich immer. So, naja. Nächster Spot ist quasi hier unser, wie heißt es so schön? Unser, ich möchte sagen hier unser Geheimgang. Und da möchte ich auch noch hin, aber ich möchte erstmal, dass der Storm hier weg ist. Unser Mate Uber hier droppt auch Stärketränke, das ist sehr nice. Wir holen uns jetzt mal den Schlüssel da oben. Und dann haben wir den Geheimgang geöffnet. Dann wird alles ein bisschen gemütlicher. Dann können wir irgendwo eine Bombe bekommen. Wir werden von Kuba vielleicht einen Stärketrank kriegen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall braucht hier Kuba und mal ein bisschen Hilfe von uns. So, sehr nice. Dann ist Kuba hier unten auch frei. Oben weiß ich nicht, wie es denen geht. Ich weiß aber, dass hier irgendwo eine Hookratte genau aus der Ecke kommt. So, ich muss ein bisschen nach hinten. Muss hier mal auf die Hookratte. Ach, so viel dazu. Hab die natürlich hier null getroffen. Ich habe da hinten hoffentlich ein bisschen von den Kleinen weggeholt. Baden wird Kuba befreien. Da bin ich fest. Davon gehe ich fest von aus. Und wenn nicht, kommen wir auch nochmal hinterher. So, sehr nice. Wir konnten nochmal ein paar wegholen. Okay. Kuba geht's soweit in Ordnung. Kuba hat einen Heiltrank bekommen. Wir holen mal schnell hier die Gasratte weg. Elgi und Baden halten das da oben. Ich hole mal den Rest hier weg. Und dann holen wir mal hinten in dem Spot das vielleicht Medikit mit. Denn hier hinten, das kann man öffnen. Und wenn man es öffnet, gibt es manchmal ein Medikit. So viel dazu. Ich glaube, es gibt gar kein Medikit hier, gell? Nee, gar nichts. Das ist natürlich kacke. Baden da hinten hat ein paar Probleme. Oh mein Gott, die haben die Patrouille eingeloggt. Ist natürlich überhaupt nicht so schön. So, aber, naja, dann ist es halt leider so. Ich muss jetzt hier aufpassen wegen hinten. Weil hier gerade einiges kommt. Oh, und oh, oh, schön, wunderbar. So, dann gucken wir, dass wir nicht getroffen werden. Machen wir den Zickzack-Dodge. Oh, sehr nice. Und dann mit dem kritischen Treffern, wenn ich irgendwann auch mal einen Dingens bekomme, hier einen Schuss. Und nicht von den Kleinen auch noch drauf gehe. Huiuiui. Holen wir mal langsam den Rest hier weg. So, oh, natürlich immer schön getroffen. Konnte ich nicht nach hinten dodgen. Zumindest nicht weit genug. Oh, weg. Und wurde nochmal von der Kleinen getroffen. Sehr nice. Naja, es ist wie es ist. Ich stelle mich gerade ein bisschen schwerer an. Ich sag mal schnell Danke.
Und dann hole ich nicht hier den mit dem Ult weg, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier wunderschön jemanden töte damit. Oh, aber wir haben es irgendwie überlebt. Uiuiui, was wieder für ein Hin und Her das gerade war. Naja, kann ich nicht ändern, ist halt so. Wir gehen hier hoch, gucken, ob es da oben Heilung gibt und dann nehmen wir den Geheimgang. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem verdammten Dingens hier, einen Stärketrank und einer Bombe. Speed wollte ich eigentlich gerade eben schon trinken, aber ich bin da nicht so der Fan von gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich mache mal hinten auf, nur um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwie unten einen Heiltrank bekommen. Sienna hat einen markiert und einen bekommen, das ist gut. Ich gucke nochmal, ob wir auch einen bekommen. Wir gucken mal schnell. Manchmal gibt es auch hier hinten einen Dingens, einen, wie heißt das schön, einen anderen Trank. Jetzt gucke ich auch jeden Spot hier ab. So, ah, wir müssen das Grimoire so oder so mal kurz aufheben. Okay, gut, dann haben wir wenigstens mal hier Lebensregeneration, das ist gut. So, jetzt aber auf den Weg hier zu unserem Dingensbummens. Mir fällt der Name nicht ein, zu unserer vielleicht Bombe. So, Strangler haben wir weggeholt. Wir haben das Grimoire sogar schon eingesammelt. LG ist leider, ich möchte nicht sagen am Arsch der Welt, aber das trifft es leider schon ganz gut. Wir spielen mittlerweile auch ein bisschen mehr rum mit dem hier Degen, ein bisschen länger gedrückt halten. Finde ich ganz nice. Aber muss ja auch nicht jeder machen. So, ich habe einmal hier was weggeholt, kann hier nochmal einen wegholen. Gibt hier schon mal den nächsten kritischen für den nächsten da hinten. Das Gute ist, und wir sind hier ganz allein, okay, das ist nicht das Gute. Das Gute ist, wir haben einen Speedtrank und können den auch nutzen, um schnell wegzukommen. Können auch den hier machen. Aber ich finde es eine Verschwendung, wenn man den Schlüssel nicht holt, muss ich ehrlich sagen. Es gibt viele Wege, die Map hier quasi da durchzurennen, aber ich finde, das ist einer der wirklich besten. Einfach aus dem Grund, dass hier nochmal unten so viel Zeug rumliegt. Wir haben jetzt zwar nur eine Heilung bekommen, aber alleine für einmal Heilung ist es schon quasi super. Oh, ich habe natürlich nicht getroffen mit dem Ult. Aber ist nicht so schlimm. Wir können ja die auch nochmal hier so wegholen. So, zweimal schubsen und dann holen wir nochmal ein bisschen was anderes hier weg. So, zweimal geschubst. Weg mit dir. So, da kommt jetzt die Hookratte. Haben wir auch weggeholt. Sehr nice. Das Gute ist ja, wir haben 30% hier Ausdauergedöns. Bums. Das wird uns generell immer ein bisschen helfen. Wir machen dann auch mal gerade hier auf. Dann kann Ellie hier gerade die Heilung mitnehmen. Ich weiß nicht. Ich werde es nochmal markieren hier für... Oh, warte, für Sienna. Ich meinte für Ellie hier. Und wir können auch nochmal hier gucken, aber ich glaube, hier gab es nichts so weit. Nee, da gab es nichts so weit. Nee. Ich fände es auch cool, wenn die Tür irgendwie aufgehen würde, aber dem ist halt leider überhaupt nicht so. Aber ja, ein bisschen schlimmer Start. Bisher soweit so gut. Oh, ich muss euch ein bisschen was erzählen hier. Ich habe meine Thumbnails ein bisschen überarbeitet. Man wird es überhaupt nicht sehen wahrscheinlich. Aber die Thumbnails haben jetzt einen kleinen Schatten unter dem Vermintide-Logo. Der quasi so wie bei der Überschrift ist, nur nicht so ganz geil. Aber ja, das ist schon mal ganz gut. Ich werde mal Folgendes machen. Ich tausche mal aus mit dem hier. Dass wenn wir irgendwie downgeschlagen werden, dass wir schnell trinken können. Dann können wir später das Dingens hier wieder nehmen, das Medikit. Aber ja, ein kleiner Schatten beim Vermintide-Logo finde ich ganz nett, aber man sieht es auch nicht allzu sehr. Was halt so ein bisschen schade ist. Aber naja, es ist wie es ist. So, wir machen jetzt die Dingens hier fertig. Die, ich möchte nicht sagen Patrouille, aber die ganzen Sachen, die da gleich rauskommen. Und dann bin ich mal gespannt. 150 brauchen wir noch, bis wir eine Stärkebombe bekommen. Also Stärkebombe, bis wir einen Stärketrank bekommen. Oder Stärkebombe. Ich glaube, ich habe Granat nicht ver... Granatsplitter, okay. Ist auch in Ordnung. So. Oh, natürlich. Von wo zum Henker castet der denn? Ganz ehrlich, das ist ja mal wieder totaler Scam, wenn ich es mal so sagen kann. Ja, ich werde da nicht reingehen. So, mal gucken, ob wir den Plague Monk da oben irgendwie wegholen. So, einmal für dich. Hier nochmal schweren hinterher, jawohl. Wenn mal wieder alles super klappt, nicht wahr? Der lebt ja immer noch da hinten. So, wir machen Folgendes. Wir nehmen mal eine Bombe hier und werfen die hier rein. Sehr nice. So, einmal haben wir hier was getroffen.
Wow, vielleicht können wir nochmal irgendwie hier was schön treppen. Hm, sieht ja nicht so aus. Ich stelle mich auch ein bisschen derby heute an. Bin aber auch ein bisschen vorsichtiger. Denn ich möchte nicht irgendwie unnötig Schaden nehmen und so. Ich will mal schnell den Lied hier wegholen, wo auch immer der kommt. So, okay, so viel dazu. Dann gehen wir mal schnell hier runter. Gucken, ob wir ein paar hier kritische Treffer bekommen. Um dann die Chaos Warrior ein bisschen zu ärgern. So, okay, sehr nice. So, nochmal ein Schuss hier für dich, mein Lieber. Hinten ist noch ein Leech gewesen, aber ist halt so. So, ich könnte jetzt noch das Medipack mitnehmen, aber ich glaube, wir sind soweit eigentlich ganz gut dabei. So, ja, jetzt haben wir endlich mal den Leech hier weggeholt. Der hat mich jetzt schon zum dritten Mal hier versucht zu holen. So, da hinten oben haben wir eine Hookratte. Okay, hatten wir eine Hookratte. Sehr nice. Wir können vor allem wieder hinten gucken. Auf meiner Lieblingsposition. Manchmal gibt es da noch eine Bombe. Oder einen... Oh, endlich mal ein Stärketrank. Uiuiui, das wird mal Zeit. Ja, wegen des Speedrun gehen die Mates wahrscheinlich auch nicht zurück, wenn ich ehrlich bin. Aber kann ich auch nicht ändern. So, sehr nice. Wir konnten den Dingens hinten wegholen. Wir haben ja noch ein Fass angezündet. Wäre ich mal weg. Okay, sehr nice. Wurde die kleine Ratte noch vom Fass getroffen. Da oben ist ein Stormwürmen. Ult werde ich ein bisschen aufsparen. Ich nutze den Ult halt auch irgendwie gerade nur so als Zweitchance für die Armbrust, wenn es immer nicht da ist. Ist vielleicht nicht das Beste. Ich sollte ihn ein bisschen öfter nutzen, aber ist auch nicht so schlimm. Solange wie er mittlerweile hier abklingt. Wenn wir keine Kopfschüsse machen, ist halt auch so eine Sache, die dazukommt. So, aber das ging ziemlich gut gerade hier mit dem Kopfschuss. So, holen wir mal schnell hier die Hookratte weg. Schießen wir da hinten mal in irgendeinen Stormwurm rein. Okay, Elgi geht's auch gut, sehr nice. Irgendwo kommt nochmal eine Hookratte. Elgi will die hochholen, aber hier ist ein bisschen schneller. So, und jetzt brauche ich ganz viel Glück. Jetzt bauen wir hier die Dingensbummens. Die Bombe. Oder einen lila Trank. Lila Trank wäre auch geil. Sieht aber nicht nach einem Trank aus. Oh, shit. War wirklich ein lila Trank hier drin. Okay, das ist sehr nice. Dann haben wir was für einen Monsterfight später. Dann muss ich nur noch Kopfschüsse treffen. Oh Gott, wahrscheinlich kriegen wir einen Chaos-Spawn bei meinem Glück. Ich kann auch nicht sehen, ob wir irgendwie Tiermenschen oder so haben. So, aber ich nehme nochmal Munition hier mit. So, da hinten springt ein Stormwürmen rum. Uber und Sienna sind schon so weit vorne, das ist gut. Da gibt es noch einen Heiltrank, auch sehr nice. Elgi will den Heiltrank nicht, wir sind voll, also macht keinen Sinn, den zu nehmen. Wir können uns jetzt nochmal den schönen Blitz hier ansehen, hier oben. Das finde ich mal so nice, wenn man hier vorbeirennt. So, und dann erstmal wieder fast abgestochen wird. So, ich weiß nicht. Da oben ist generell ein bisschen mehr. Müssen ein bisschen aufpassen. Oh, ich mache mal den hier. Dann haben wir 2 auf 1 Streiche mit dem Ult. Oh, wir haben ganz schön viele hier Stormwürmen, wenn ich ehrlich bin. Okay, sehr nice. Das ist schon mal einiges fertig. Ich möchte hier vorne ein bisschen helfen, weil ich glaube, ich höre einiges mehr als nur die Dingens hier, genau. Okay, die Gasratte da hinten treffe ich jetzt erst. Oh, hier ist noch eine Rattling natürlich, sehr nice. Wir können jetzt mal hier oben gucken. Hier gibt es einen Speedtrank und Heilung, aber wir brauchen weder noch. Das Grimoire, hatten wir sogar schon genommen, aber ich meinte, das Tum brauchen wir an sich jetzt nicht. Wir müssen noch ein paar hier Dingens wegholen. Genau, ein paar hier Stormwürmen. Das schadet auf keinen Fall. Da hinten ist das eine... Nee, das ist keine Dingensbummens. Keine Sackratte. So. Sehr nice. 2 auf 1 Streich. Und dann muss ich noch die Hochratte hier wegholen. Sage ich auch mal danke, dass Elgi die hochgeholt hat. Aber ja. Oh, hier ist noch ein lila Trank. Ich weiß nicht, ob Uber den vielleicht hier mitnehmen möchte. Aber ich habe ihn mal markiert. Guck mal, dass wir da hinten die Dingens bekommen. So viel dazu. Ah, getroffen haben wir sie. Sienna holt weg. Nice. Ah ja, ich bin immer böse. Und weil ich böse bin, machen wir hier einen Cut. Wir ziehen heute mal nicht am Hebel.
Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss, tschüss.